Gunkapo ist ein Pokémon mit den Typen Gift und Unlicht, existiert seit der vierten Spielgeneration und kann sich zu Skuntank weiterentwickeln. Skunkapu, das Stinktier-Pokémon, zeichnet sich durch ein schönes violettes Fell aus, wobei ein Streifen auf dem Rücken, sein Bauch und die Oberseite des Kopfes beigefarben sind. Es bewegt sich auf vier kurzen, jedoch kräftigen und krallenbewehrten Beinen fort. Skunkapu hat zudem dicke Wangen, aus denen helle Schnurrhaare wachsen und zwei nahe beieinander liegende Augen mit orangefarbener Brandung. Unscheinende Exemplare sind pink, während die Zierflecken rosafarben sind. Es benutzt starke Gift- und teilweise auch Normalattacken, wie zum Beispiel Säurespeier, Kratzfurie oder Giftschock. Eine mögliche Fähigkeit, die es haben kann, ist die Duftnote und sorgt dafür, dass es wilde Pokémon von sich fernhält. Es kann zudem die Fähigkeit Finalschlag haben und schadet Angreifer, der eine finale Attacke landet. Und die versteckte Fähigkeit ist das Adlerauge und verhindert den Verlust seiner Genauigkeit bei Angriffen. Skunkapu zeichnet sich durch einen sehr buschigen, struppigen und nach oben gerichteten Schweif aus, der im Gegensatz zum restlichen Fell ungeordnet und wild aussieht. Wird es bedroht, hebt es den Schweif an und versprüht eine bestial stinkende Flüssigkeit aus seinem Hinterteil, mit der es etwa 5 Meter weit schießen kann. Die Flüssigkeit kann selbst in 2 Kilometern Entfernung Übelkeit und Schwindel verursachen und bis zu 24 Stunden anhalten. In Kämpfen macht Skunkapu sich diese Eigenschaft natürlich ebenso zunutze. Dabei ist Skunkapu der erste Teil der Entwicklungsreihe und entwickelt sich zu Skuntank auf Level 34. Optisch sind hierbei keine großen Veränderungen zu vermerken, lediglich sein Schweif, welcher nun nicht mehr nach oben gestreckt ist, sondern wie eine Art Perücke von seinem Hinterteil bis über den Kopf hinausführt, lässt den Betrachter einen starken Unterschied erkennen. Die Grundfarben Violett und Beige ändern sich hierbei abgesehen von ihrer Aufteilung nicht. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Psychoattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Geist, Pflanzen und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.